Marsch von Felix Mendelssohn Bartholdy, der wahrscheinlich hat keinem Tag im Jahr so oft gespielt, wurde wie heute, an diesem 7.7.17. Heute wurde geheiratet, wie verrückt, so ein schönes Datum und dann auch noch ein Freitag. Allen Brautpaaren im Land herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gut gemacht. Und jetzt kommt das Stück, das nur wirklich doppelt und dreifach gut passt. Es ist ja der Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum in der NRW Sommernacht. Musik von Mendelssohn zu einer Komödie von Shakespeare. Und da ist es eine Dreifach-Hochzeit. Hier sind die Essener Philharmoniker, geleitet von ihrem Generalmusikdirektor Tomasz Netopil. Da wird es einem doch gleich ganz feierlich und man sieht fast, wenn man das hört, wie die Braut in die Kirche geführt wird und so ein bisschen ergriffen und aufgeregt unterm Schleier hervorlugt. Jetzt kommt noch was fürs Herz, ein Cello, das sich ja quasi direkt ins Gemüt und in die Seele spielt, weil es möglicherweise auch der Stimme
der menschlichen Stimme besonders ähnlich ist, so warm und so weich. Ganz sicher ist das so, wenn Narek Haknasarian Cello spielt. Ein junger Musiker aus Armenien, einer der besten Cellisten seiner Generation, hat den ersten Preis gewonnen für Cello und die Goldmedaille beim Tschaikowski-Wettbewerb 2011. Und für uns spielt er ein Virtuosenstück von Paganini auf einer Seite. Thank you.